meine Markierung. Ach so, ach Gottes Willen, ja, meinetwegen. Man hat doch immer gesagt, fürs Oh, Gaming raus! ist kabellos doof, oder nicht? Ja, wenn die Tastrate gut ist, wer ist denn da so verschnupft? Ich. Die. Mhm. Aber ganz tief hochziehen, damit es in den Nebenhöhlen noch ganz fest nach oben durchgeht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Ich soll mich benehmen. Ich soll mich Entschuldigung, benehmen. Malte, ich sag's nie wieder. Kotz uns hier nicht alles voll. Pass auf, Malte, hier sind locker noch welche. Einer ist Ein unter uns, hinter Prokurator hier. uns. Schnell raus hier. Wir Wir landen warten genau auf so auch Leute wie zwei. dich. Oh. Der Was landet ist in. jetzt passiert? Nee, der landet auf Papier. Ach, der landet direkt bei mir. Das sind. Hä? Wir haben aber Duo angemeldet, oder? Ah, das Wir sind haben zwei Duo Teams. angemeldet. Was hast du in deiner Steuererklärung? Duo! Okay. Ja, komm her, du beschissener D. Ich versuche einen zu verprügeln. Ich würde vor allem auch Ich die Liga da gucken. zusammenzucken. Vielleicht kriege ich von irgendwo einen Headshot und bin tot. Glaube ich nicht, aber die schleichen sich auf jeden Fall ein. So, erster Kill. Belga ist Ja, ich muss. Ja, jetzt habe ich auch schon den ersten Kill. Ich Ja, musste mal fick die eben. Hölle, Alter! Ich habe noch keine Waffe, du Arschloch! Da unten, Malte. Ja. Zweiter Kill. Alter, warte ab, bis er bei der Leiche ist. Okay. Ey, ich war noch nie so nee, froh, dass jemand eine verkackte Vektor hat. Okay. Alter, pass auf, jetzt, er ist bei der Leiche. Rechts, nach rechts ist er ein bisschen gelaufen. Ich habe hier zwei Einzelleute gehabt, das ist irgendwie nicht normal. Ich auch. Rechts jetzt in den Baum, genau. Okay. Aber ich hab, nein, nein, irgendwo da. Nein, da, wo du geguckt hast. Also da. Der erste war da, von da ist er. den habe ich ausgenommen. Warte, guck drauf und. Den zweiten habe ich gerade eben mit einem Kopfschlag Schade. umgenietet. Okay. Habe ihn getroffen. Alter Gott sei ja, Dank guter, hat er guter mit der Schuss, Vektor nicht getroffen. Dass er sich bewegt hat. Gott sei Dank ist die verkackte Vektor so schnell leer. Ja, oh, das ist doch. Ey, das ist ein Start. Zwei Leute K.O. geschlagen. Das ist ja gut. Alles hat gut. Denn da noch ein T-Shirt, ey? Alles Tutti. Ich hab doch eine Rumpe. Kannst versuchen, dir zu holen, Malte. Hinter dir! Gottes Willen, schreck mich nicht so. Ich hab gerade hinter mich geguckt. Nein, Quatsch. Ah, fuck. Oh, nice. Von zwei Seiten, geil. Malte. Ich sag doch, das passiert. Elb, Zwölfter. Yay, das nennt man Glück. Alles da gut. Brauche ich keine normale Knarre mehr. Nehme ich gleich die Ska. Scheiße. Dann kann alles der gut, Malte, nicht alles gut. Von hinten ist passiert manchmal. Ja, aber ich habe noch nie zwei Leute da mit liegt, einem Schlag gegen da, den Kopf. Da schweben Klamotten. Egal. Ja, ist doch nice. Das sind Zauberklamotten. Das sind Klamotten von Harry Potter. Meinst du, nur weil das Klamotten von Harry Potter sind, können die fliegen? Ja, genau. Ja, User disconnected from your channel. Hier ist nichts mehr. Wir haben alles weggelootet, beispielsweise ja, waren die richtig haben was. Wir fucking viel gelootet eigentlich. Ja, bei mir war nicht wirklich irgendwas zu finden. Mal so. Ich fand's ja geil, weil der erste, der reinkam, hatte eigentlich gar nichts. Mit dem habe ich mich, also den bin ich nachgelaufen. Den habe ich dann mit einem gezielten Kopfschlag ausgenockt. Ein Kopfschlag. Ja, im Endeffekt der zweite dann. Der war halt, ja. Der hatte eine Vektor. Hier sind noch ein paar Bandagen. Ja, dann nehme ich jetzt ein paar mit. Ich noch eine brauchen, ich habe immer den letzten Rest. Nee, nicht Erste-Hilfe-Koffer für den Scheiß hier. Ja, leckt das nur bei mir manchmal so zwischendurch oder auch bei dir? Nee, es ist ab und zu. Okay, so ein Mikro-Lag, ne? Mikro-Lag! Mikro-Aggression! Schlag ihn! Schlag ihn! Das ist eine Mikro-Aggression, ich weiß nicht, toll, dass er hier eine Mikro-Aggression nutzt. Bam! Aber ich bin tatsächlich müde. Mikro-Aggression, bomb! Der Typ war doch echt krank.
Ich ja. Glaube, das ganze Spiel war krank. Das ist immer noch krank, ich bin immer noch nicht durch damit. Sollen wir mal zu Chris' Lieblingsort gehen, der Tanker? Hopp, bist du gut drauf, ne? Fand er nicht witzig. Ja, da unten wäre ein Motorrad, wenn du fahren willst. Also der Rest hier sollte eigentlich gelootet sein. Ja, das ist jetzt durch das Thema. Lass mal Tanke gehen. Beefy und Kakao Chris holen. Nee, aber Chris wird immer so schön abgeknallt. Da will ich auch runter. Ah ja. Nee, gut, kann man nichts sagen. Wir haben uns auch hier mal schon aufgeteilt und dann musste er zurücklaufen, weil irgendwer hat sich abknallen lassen. Wer das wohl war? Und keine Ahnung. Ja, das, was? Wir sind auch noch mittendrin in der Zone, ey. Jupp. Ist ja grausam. Was ist das? Guten Tag. Was ist das? Das ist der Maxi. Das ist oh der Maxi. Oh Gott, der Kiffer. Halt die Fresse. Malte, ist das okay, wenn wir noch kurz warten? Der, Live-Shisha-Raucher. Oh, ja, knister noch ein bisschen lauter, bitte, danke. Was stimmt denn mit dir nicht? Entschuldigung. So, ich hab ganz schön den ganzen Tag. Oh, Bernie, halt die Fresse jetzt. Ich brauch 9er oder 7er, Bernie, hast du sowas? Was, 9er oder 7er? Ja, 9er oder 7er Munition, was denn, was rede ich vor? Hab ich alles weggelegt. Ich hab gerade eine 9er selber für die Umpe aufgenommen. Was hast du für Waffen? Ja, Umpe und eine AK. Ja, ich habe auch eine Umpe und eine Ska. Wir könnten versuchen, die Schrotpatronen kleiner zu machen. Reinzupressen. Nee, ist klar. Ja. So, wollen wir das Häuschen mit den Garagen da auch noch looten? Brücke, ja. Was habe ich eigentlich für eine Handgun hier mit? Ein bisschen 5er Muni wäre jetzt geil. 5, 30 kann ich dir geben. Hast du welche? Ja, 30 halt. Ich soll aber nicht mit dem Stream gucken, sondern wenn wir auf dem Bildschirm. Das wäre vorteilhaft. Ich schmeiße das hier neben den Baum. Ja, aber. Hä? Ja. Wenn man will. Oh. Wow. Oh. Wie? Wann? Wo? Was? Irgendwo von rechts. Rauf. Aus dem Zauberdings nicht. Ausgenockt. Sehr schön. Gekillt. Ist er tot? Ja. Mal gucken, ich hab kaum noch Muni. Das für... Shit! Von wo? Von unten. Er ist unten drinne. Er ist tot. Nice. Alter, der hat mich hier durchgehittet. Zwischen Garagentor und Geländer überall hier durch. Ich dachte mir, kannst du ja mal deinen Schuss sagen. Ich lasse den ersten Päckchen fallen. Ah ja, das geht dann immer schon dran. Deswegen lasse ich es fallen. So, dann gucken wir mal, ob da einer kommt. Ja, ein bisschen. Also, der SPS ist geil. Bist du denn der SPS? Nee, die Mini. Oh ja, stimmt, da. Belga, könntest du nicht so breit an der Treppe sitzen hier? Das ist ein Hobby. Ah, okay. Geil. Die sind hier mit dem Dixon kommen, Wahnsinn. Oh, der hatte 5 Muni. 16, ja. Der hat ordentlich. Vektor, der hat echt eine Vektor gespielt. Ja, die nehme ich ja auch ab und dann. Wenn ich absolut gar nichts. Das ist selber schuld, das. Also, manchmal überlege ich echt, die SKS zu nehmen, aber ich finde das Ding einfach nur scheiße. So, ich weiß nicht, ob du mir 5 ein bisschen abgeben kannst. Wie viel brauchst du? Was du entbehren kannst. Ja, komm her. Da. 9er dabei? Nee, ne? 9er hatte ich keiner dabei. Fuck lassen. Das ist sehr nice, danke. Die sind lautstärke schon. Komm, aber was? Sind noch da? Nein, war ich noch nicht. Ja, die Jungs sind doch hier angehalten. Ja, am Dach waren die. Also die sind ja alle unten gestorben. Ja, da war hier jemand anders. Oder? Ja, ist auf jeden Fall. Oder hier war nix oder wie auch immer.
Ich geh nochmal zum Leuchtturm hoch. Sollen wir das Auto mitnehmen? Nö, da an der Tanke steht noch ein Auto und. Ja. Wir sind noch gut zu Fuß. Glaube ich. Jetzt war ich nur noch ein bisschen Money mehr für die Umpe. Weil dann kann ich die Skar ein bisschen ausgleichen im Nahkampf. Wie geht? Oh, da lag noch ein. Schnell wechseln. Ich geh mal rauf auf den Dachboden. Am Dachboden ist ein Unrat. Meinst du? Oh, da ist ein Unrat. Toll, okay. jetzt finde ich meine erste Weste. So. Ah, neuner Muni. Nice. Ja, aber die habe ich. Meine Umpa habe ich natürlich jetzt gerade weggeschmissen. Müssen die Brücke jetzt abpassen? Ich glaube, da wird so schnell keiner kommen, weil es sich nicht entscheidet, gerade wo die Zone ist. Ja. Ich denke, wir werden nochmal hier zum Zauberturm und dann in die Hafen City. Im Zauberturm? Ich sag dazu mal Wizard Tower, also Zauberturm. Ah, okay. Ah, ich weiß, was du meinst. Der kleine Bunker halt. Ja. Royal Bunker. Gandalf, wir kommen. Was, Gandalf, wir kommen? Oh, da hat schon. War hier einer, ich guck ja, mal eben kurz hier in den Schuppen, ins Hinterzimmer. Ob hier noch was Interessantes ist, nur eine Weste. Ja, okay, da war schon jemand drinnen von denen. Okay. Hier liegt eine Zweierweste, neue. Oh, die nehme ich. Oben drinnen. Die nehme ich. Dann nehme ich. Und eine doppelläufige Schrotze und eine Pumpgun. Ne, die will ich nicht. So, wie sieht's so? Okay, zonenmäßig bleiben wir hier. Sollen wir noch zum Ferry Pier? Ja, Ferry, das meine ich mit Hafen City. Hafen City, ja, yeah, Digga! Ah, darf man ja nicht sagen. So, seit ich Waffen habe, habe ich noch keinen getötet, aber vorher mit der Faust, ne? Ich habe jetzt 4, also. Kennst du die South Park-Folge, wo sich Russell Crowe um die Welt prügelt? Ja, die ist schon uralt. Das sollten wir hier auch mal machen. Ja, ich bin auch alt, danke. Ich bin älter. Oh. Ja, hier liegt eine Pistole auf dem Klo. Ich fühl mich wie zu Hause. Ja, irgendwie muss man ja die Geräusche vom Furzen. Ja, genau. Bevor jemand meine Furzgeräusche hört, schieße ich in die Luft. Das macht Sinn. Das ist nichts. Cause why not? Hier liegt AK-Muni rum. Oh, die nehme ich. 15 Schuss. Hier ist noch ein bisschen Neuner. Bisschen. Ja, ich würde es ehrlich gesagt mal hier auf. Ich glaube, hier war schon einer, kann das sein? Hier ist nur gar nichts, ey. Ja, hier in den Häusern ist ja auch witzigerweise nicht allzu viel. In diesen riesengroßen. Aber als ich vorhin, als ich alleine gezockt habe, gehe ich in so eine richtig kleine Buttfuck-Hütte rein. Liegt eine Scar drin, ein Zweifach-Scope und 90 Schuss Munition. Ja, das Spiel denkt sich schon seinen Teil, wenn es die Zonen, die Drop-Zonen für Sachen so macht. In diesem Haus ist zum Beispiel gar nichts. Ich hab eine Sanitasche. Das ist schön. Ah, bei meinem ich spitze die ganze Zeit die Ohren, aber ich höre noch nicht mal ein Moped, kein Auto, gar nichts hier. M16 ohne Muni, das ist eher unwahrscheinlich. Das ist stimmt. Sind hier etwa notorische Türzumacher unterwegs? Boah, die kloppen wir, Alter. Also so langsam müsst ihr ja mal jemanden finden. Wieso finden? Ich hab doch schon 4 Stück getötet. Ja, ich habe auch schon 2 Kills. Was? Unglaublich. Danke, Chris, ich bin unglaublich. Okay, hier war jemand. Fürs Scheißhäuschen ist die Tür auf. Am Scheißhäuschen ist die Tür auf. Okay. Da hat jemand eine Toilette offen stehen lassen. Ja, muss so mal durchgelüftet werden, anscheinend. Ja.
Wir haben echt die fucking Türen hier wieder zugemacht. Ich fass es nicht. Okay, überall liegt die 9mm Muni. Ich hab da ein kleines Sammelsurium. Ja gut, hier ist alles durchgelootet. Ja, ist tatsächlich. Sollen wir gleich Richtung Norden gehen? Ja, müssen wir ja, ne? Ja, müssen, ist relativ. Ja doch, die Zone wird nicht zu uns hingehen. Gelbe Markierung? Ja. Weil ich sagte, das war das Quarter, das wir im Haus drin erledigt haben. Wahrscheinlich. Oder? Also was du im Haus erledigt hast. Gut, danke. Wahrscheinlich. So, wo ist er? Da ist er. Okay, hier sieht noch ungelootet aus. Ein Zweifach-Scope, willst du? Ne, kannst du ja gerne nehmen. Ich habe einen Vierer und einen Holo. Ja, ich hab nämlich schon Zweifach. Okay, hier ist doch gelootet worden auch, aber... Beschissene Tür zu machen. Hier ist noch 9er Muni im Schuppen draußen. Pädophilermantel. Hm. Ich vergesse keinen Testserver. Ich muss Duckjump machen. Wie viel Scheiße hier rumliegt? Überall Waffen, aber keine Muni. Ich sag doch gerade, 9er Muni im Schuppen draußen. Ja, ja, ja. Hörst mir wieder nicht zu. Gib's mal zu. Nee, das hab ich schon gehört. So. Nee, du hast recht. nee, du hast recht, ich höre dir nicht zu. Was? Aber wie gesagt, ich tue mir dann mit der 9er Muni bei der Ska ein bisschen schwierig, die da reinzubekommen. Ein bisschen drücken. Geht doch. Ein bisschen drücken. Gut, das Schießen, das wird dann schwer, aber. Notfalls ein bisschen abschleifen. Geht ja auch. Ja, wirklich. Ja. Ja, was sagt man zu so einer Partie? Das Gute ist, bis jetzt hat man keine random rumgeschossen aus dem eigenen Team. Auch noch nicht passiert. Ja, ich kenne Leute, die machen das immer. Das ist total irritierend. Ja. Hi, Chris. Seh jetzt zu. Wenn wir jetzt schon gerade bei kritischen Momenten sind, ne? Also, ja, genau. Das zwischendurch einfach reden und reden und immer weiter reden, obwohl eigentlich schon alles klar ist. Hä? Genau. So. Ja, wir müssen über die Felder. So ein Scheiß. Ich glaube, dass wir sowieso da bei den Häusern unten abgeknallt werden. Also. Ach so, glaubst du? Die Zone ist ja schon. Ich glaube ja eher daran, dass ich die abknalle. Aber okay. Die Zone ist schon richtig klein. Ja, ach. Die nächste. Sacre bleu, mon Dieu. So lange? Weil wir hobbylos sind, ich buße mich erstmal. Ich muss in 8 Stunden schon wieder raus, ey. Was musst du? Ich muss in 8 Stunden schon wieder aufstehen. Oben sind die Türen offen, da ist schon gelootet. Du tust mir leid und gleichzeitig frage ich mich warum. Okay. morgen 4 Stunden Arbeit. Ach so. Ich muss noch was fertig machen. Du bist also ja. So ein. So ein Typ. So ein, der arbeitet. So ein Typ, ne? Du arbeitest einfach so? Ja. Einfach so? Ja. Schämst du dich nicht? Hui, mein Handy hat wieder eine Eilmeldung der Nachrichten. Die neue Regierung steht, Gott, nein. Ist die Scheiße jetzt echt. Oh, warte, mein Handy vibriert. Mal wollen. Wieso wollen wir tauschen? Was? Ach nee, du bist ja gar nicht deutsch. Was? Bernie, 30 Leute und alle hocken in Poschinki in den Häusern. Ja, Malte, die 30 Leute können wir noch warten, ne? Alle, die werden uns jetzt in Poschinki richtig ficken. Ich sag nicht, irgendwo da vorne hockt jetzt einer mit einer Kark und dann ist keine Sekunde. Wahrscheinlich. Can we still be. Oh, der droppt natürlich auch noch da hinten. Und die Flieger. Wollen wir mehr rechts oder wollen wir links? Wir drop up aimen quasi. Ja, meinst du bei den beiden Häusern? Was? Ich würde nur nicht mitten durch, ich würde links gehen hier. Okay. Aber die sind zu, also entweder sind das dieselben notorischen Türzumacher wie vorhin. Oder hier ist noch echte Chance. Hier ist tatsächlich noch nicht alles weg.
Wieder AK-Muni nicht nur. Hier am Klo. Ja, AK nehme ich. Achso, warte mal, da habe ich hier auch noch was. Die habe ich dir vorher mitgenommen. Danke. Auto? Auto. Die fahren da Richtung Nordosten rauf im Wald gerade. Mhm. Erwischt? Weiß ich nicht, die fahren weiter. Ah, lass nachlaufen. Da sind die. Mhm. Mal gucken, ob hier irgendwas liegt. Eine Weste. Ja, nur viel looten können wir jetzt nicht mehr. Nee. Oh, rechts von uns. Wo? In der Kuhle jetzt gerade. In der was? In der Kuhle, jetzt was hinterm. Ist denn das? Oh, Mann! Wie soll ich dir das beschreiben? Da hinten, wo ich gerade hingucke. Ich bin aufgenockt von der Falschen. Hinterm Baum auf. Wie soll ich dir das beschreiben? Ja, kann ich es dir nicht beschreiben. Wenn du einfach eine Richtung sagst, Alter. Ja, Entschuldigung. Zwischen den beiden Hügeln im Baum. Richtung. Oh. 60 Grad. Ja, ich habe jetzt darauf gehofft, dass du weißt, woher die Schüsse kommen, vom Geräusch her. Nee, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gehört. Hm. So, dann machen wir eine Viererrunde. Bei mir. Ja! Ja! Jetzt geht die Party erst richtig los. Kommt her, ihr Ficker! Ich lasse mich gleich von euch abknallen. Er ist motiviert, man hört es. Ja. Ihr zu. So, ich hab die ersten Schüsse gehört, super. Faszinierend, ne? Die sind gerade eben gelandet, haben schon direkt eine Waffe. Schnellwechsel, Magazine, alles hier. Ey, war das mit einer Knarre? Eine Brechstange mit einem Zug. Ich hab Visier ohne Ende, wenn ihr braucht, ich hab. Aber ich hab, denkst du, ich hab eine Waffe? Oh ja. Oh, ist 12K, aber ist Wir haben 16. Ist okay, ja, bei mir laden die Häuser gerade einfach nicht. Ich hab hier einfach so drin rum. Dann kommst du zurück, Malte. Ah, jetzt. Bernie, was machst du da? Er tötet. Ich hab nur noch 3 Kugeln. Ich komme. Okay, das mache ich eigentlich in der ganzen Spielrunde. Ja, gut. Ich glaube, Schuss auf dich, ne? Kann das sein? Ich komme auch. Wenigstens hatte da einer eine Knarre mit. Boah, ich war doch nicht so scheißfroh mit der S12. Ja, die ist schon gut. Kannst du dich da irgendwo ein bisschen verschanzen? Weil ich komme nicht so einfach über die Straße rüber. Ich hab schon wieder Ruhe hier. Ruhe? Und noch ein Zweifachsucher. Ich hab 8-fach Visier, wenn einer braucht oder sonst. Ein Helm wäre doch geil. Eine Mini 14. Siehst du? Malte, du brauchst du nicht, ich kann's liegen lassen. Wiederschüsse. Ich hab die leider in meiner Tasche. Ich glaub, das war das ganze Squad, die war instant tot. Ernsthaft, hast du jetzt das ganze Squad tot gemacht? Ach, die hat mir eine M16 gebracht. Was? Sehr gut. Okay. Mit 28 Schuss. In so einer Situation wäre eiskalt gestorben wahrscheinlich. Ach Quatsch. Ja, ich normal auch. Ich bin überrascht von mir selbst hier. Malte, wäre besser, wenn du hierher kommst. Also. Ja. Also ich bin jetzt bei Bernie, falls da noch was kommt. Aber eigentlich, ich habe nur 4 Leute gesehen, die runtergekommen sind. Sonst, außer wir. In dem Schuppen hier. Ich muss mal ins nächste Haus, ich habe keine Muni mehr. Was brauchst du? Ja, Schrotze. Schrotze kann ich leider gar nicht. Kannst herkommen. Ich kann sie zwar nichts geben, Hilfe. Aber. Noch ein Zweifachsucher. Leute, schlag zu. 2 zum Preis von 1. Ja. Ich komme unten rein. Oh, ja. Leck. Leggy Leg. Dreierhem, Jungs. Ich scheiße so viel 9er Muni, aber nichts brauchbares hier. Ein Schalli für eine MP. Hier hinten schon alles gelootet? Zwischendurch bin ich auch mal so in Hausereien und so. Oh. Wo steht er? Richtung Südost. Ja. Warte mal, ich packe einen 4-fach-Sucher drauf, vielleicht erwische ich ihn. Oh, Alter, Kopfschuss, scheiße.
oben auf dem Dach bei dem roten Haus. Du musst, holst mich mal eben wieder hoch. Auf dem Dach und unten ist auch noch einer. Sein Teammate ist unten. Wo, oben am Berg oder wo? Nein, nicht oben, nee, auf dem Berg. Richtung... Da, wo ich stehe. Bisschen weiter. Zum Hallenberger. Ja, ja, hab ich. Das wären Visier gut, Alter. Dann könnte ich die beschützen. Okay, sind beide wieder fit? Die sind immer noch oben auf dem Dach. Ja, ich sehe es. Dann finde ich hier kurz noch eins. Jetzt einer ist runtergesprungen. Jupp. Ich glaube, die sind beide wieder runter. Ja, sind beide runter anscheinend. Ich hab nicht mal... Einer steht noch unten. Einer ist an der mittleren Etage. Einer läuft nach hinten. Einer läuft nach hinten. Einer läuft im Haus hinten. Hab ihn einmal getroffen. Warte, ich sehe an. Keine läuft wieder runter. Ah, der Arsch von der Mauerecke hier. Ah, vom Balkon. Gut. Christoph, der eine ist da bei dir irgendwo zwischen den Häusern rein. Ja. Kein Schlaraffenland hier. Jemand noch eine SKS? Warte mal. Ne, ich brauche SKS-Muni. Bin ich blind? Wo sind sie denn jetzt? Ja, einer ist im... sind da hinten bei diesem einen Shop. Malte, kommst du her? Restaurant. Hier, ey. Siehst du ihn? Ja, der ist oben auf dem Dach und piekt immer hinter die Ecke. Ja, allein werde ich da nicht rein. Scheiß drauf, bleib du hier. Ja, ich guck. Rüber. Der piekt immer noch oben. Einen ausgenockt. Nice. Ich versuche mein Glück. Boah, endlich. Granate bei mir oder bei Chris? Das war ich. Alter, irgendeine Muni. Und sei es nur Schrotzen-Muni. Malte, ist er über die Straße nach rechts gerannt? Alles, was ich nicht brauchen kann, weißt du? Wir waren eben beide auf. Also, da war. Chris, direkt vor dir das Haus, ne? Ja. In der mittleren Etage ist gerade die Tür zugegangen, da ist auf jeden Fall einer. Ja, ich brauch irgendein Visier, ey. Ja, Visier, Zweifachsuche, ja. Kannst du alles haben von mir. Ja, gut. Von mir auch, Malte, ich brauch hier Hilfe, bitte. Oh, so eine verkackte Moni endlich hier. Einer ist an der Straße. Ja. Läuft jetzt in deine Richtung. Was heißt hier anfällig für blockiert? Der läuft hinter das Haus, wo sie gerade drin waren. Meine Fresse, wieder neu. Eine ist da hinten noch in dem anderen Haus. Bei diesem höheren da, wo die Tür wahrscheinlich offen war. Unten in der Garage da, bei dem Tor. Bernie, da irgendwo zwischen müsste einer sein. Wo? Da bei dir. Bei mir? Ja, da ist einer gerade hingelaufen. Deswegen sag ich, sei da bitte vorsichtig. Und er schießt oben aus dem Fenster, okay. In deiner Nähe, ne? Ausgenockt. Der oben in der mittleren Etage? Nein, unten. Mittlere Etage ist einer und oben auf dem Dach ist einer. Ich hab keine Muni mehr. Oh, oben, ganz oben. Ja. Ich sag ja, oben auf dem Dach und einer mittlere tot. Etage. Ja, der eine hat gerade auf mich geschossen. Weiß es, sonst findest du überall ein Auto lang. Ah, Schrotzenmuni, endlich. Ich push den jetzt. Warte mal. Warte noch. Gut, ja. Ich versuche zu dir zu kommen. Zu zweit haben wir mehr Chance. Ja, oben auf, der springt gleich runter. Der springt gleich runter. Nee, doch nicht. Ist oben wieder rein. Der hat dich gesehen, Chris. Ah, Mann, Alter. Piekt da an der Ecke, ey. Ausgenockt oben auf dem Dach. Ist er ausgenockt? Ausgenockt oben auf dem Dach. Rein. Alter, ich hasse diese Mauern. Ich komme hier nicht überall. Direkt rauf. Okay. Licht am Eck. Ah. Nee, hinter der Tür. Ja. Ist so eine Arschgeburt. Boah, was? Ey, ist so eine Arschgeburt. Ja, ich hab's. Ja, er repeatet ihn. Ihr müsst eine Granate hochwerfen, Malte. Ja, ich bin da zu weit weg. Alter, boah, das ist hart. So eine Arschgeburt. Das ist hart. Aber, oh. Ja, genau da. Becker. Ja, ich weiß. Oder noch einen höher? Sind beide oben auf dem Dach, Malte. Waren auf jeden Fall. Sind immer noch. Pass auf hinter der Tür. Er hat eine Granate. Das ist ja keine Semtex. Zum Glück.
sonst wäre ich am Arsch. Ja, ich hatte ein paar Granaten mit. Ja, sind noch beide auf dem Dach. Ah, oh, jetzt hat er mich auch. Ja, vergiss es. Ja, mich hat er auch. Er war echt so ein Kacke. Der piekt um die Ecke und. Ja, scheiß. Camping-Kacke ist das. Jedes Mal. Stadt. Wohnhäuser. Dann Puzzlehäuser. Hä? Geil, jetzt ist bei mir Laden irgendwie auf. Wo fliegt ihr denn hin? Puzzlehäuser. Okay. Ah. Ja, Bernie, müssen wir auch rüber. Bei mir steht da. Was sind Puzzlehäuser? Oh, sind die von oben aus dem Himmel so aussehen wie Puzzlestücke. Chris, wir sollten erstmal hier landen und noch durchlooten. Ach du Scheiße, sind hier viele. Wir sind ein Stückchen weg. Sag mal, bist du bescheuert? Hab ich doch die ganze Zeit gesagt. Außerdem landet gerade bei dir einer. Was, bei mir? Ja. Auf dem Dach. Ladet Häuser, ich will nicht wieder drauf gehen. Oh, Entschuldigung, war ja nicht persönlich gemeint, aber ich habe ja eben schon gesagt, so von wegen. Alter. Komm. Ganz oh, ehrlich. Laggy. Oh, sehr laggy, ja. Ja, der ist ordentlich laggy gerade. Legt sich bestimmt. Aus Tür aus. Aus Tür aus aufmachen wurde gerade. Ich geh wieder zurück aufs Dach. Ja. Ja, fick dich. Oh, es hat geladen, ich kann rein. Es hat geladen, tut. Geladen tut, geil. Alter. Ohne Handkraft. Ich glaube, wir sind gefickt hier. Warum? Ja. Musst du den Rambo raushängen lassen und dann läuft das. Geil, endlich. War es das jetzt schon? Ja, warte, in Österreich haben wir jetzt eh Orgasmusgarantie die nächsten Jahre. Warum? Ja, weil dann uns die Regierung, die neue, jetzt richtig hart ficken wird. Das ist, glaube ich, die asozialste Regierung, aber jemals. Also, hat. Hauptsache, sie bleibt zum Frühstück. Ja, ne? Nee, die bleiben nicht zum Frühstück. Die bleiben bis Mittag. Und sagen noch der Schwiegermutti Angie guten Tag. So, und jetzt? Psst. Ach ja, Entschuldigung. Weil hier sind hart Gegner und so bei uns. Nein, ich verstehe schon. Oh, hier ist ein Auto, das haut gerade ab bei mir. Ich habe eine Uzi und eine Schrotze. Ja, ist bei dir gerade vorbeigefahren, Malte. Bernie, wir müssen jetzt rüber. Jo. Ja, nochmal die Beine brechen ein bisschen. Chris, ja, die Beine brechen. Ja, ich komm rüber. Also, ich habe schon mal einen 4x-Sucher für meine Handwaffe. Ja, ja, ich habe auch einen 4x-Sucher für die Uzi und einen Holo für die Schrotze. Aber was stimmt denn mit euch schon wieder nicht? Wir sind so dämlich zum Looten. Ja. Bernie? Buttfuck Power, hier ist wieder nichts. Bernie, hier ist jemand gestorben. Wo? Ja, wo? Hier bei mir. Ja, willst du den jetzt beerdigen oder eine Ansprache halten? Jetzt geh weiter! Komm mal da noch rein. Ey, du bist ja gut ausgerüstet, Digga. Ja, ich hab noch 5 Schuss. Ah, da war schon jemand. Lassen wir jetzt hier rüber die Brücke. Weißt du, hat eine M16, hat eine AK, sagt, ja, gehen wir über die Brücke. Ich hab eine Uzi und eine Schrotze. Ja, Chris macht den Fernkampf, du machst den Nahkampf. Mhm. Ja, ist auf der Brücke sicher eine gute Aufteilung. Jetzt leck hier erstmal eine Claymore. Ich habe keine Claymore, ich habe nur keine. Ich bin gespannt, wann dieses Feature dazukommt. Ja, ich bin überall. Ja, weiß ich. Das wäre witzig. Das wäre echt witzig, ey. Das wäre voll meine Spieltaktik. Was, eine Claymore? Claymore und Schüsse. Malte bräuchte gar keine Waffen. Welcher bei deinem Haus ist einer hinten? Ja, wo? Und jetzt, Ja, okay, du die M16. Ne? Könnt ihr jetzt bitte leise sein, weil Malte gerade gesagt hat, bei mir ist einer. Wenn ich die Stadt erschrott, willst du die Schrotze haben? Nee, bei.
Fackel. Ein Stückchen bis zur Zone. Ich glaube, der ist oben. Der ist oben. Jetzt ist er oben. Ja. Vielleicht hier liegen Waffen. Ich aim die Treppe ab. Nee, kann ich gar nicht. Wir sind bei euch. Fast. Ja, wir sind fast da. Warte. OMP kurz durchladen. Ich mach's hier. Ausgenockt. Killed. Sehr gut. Ich seh keinen. Ja, ich habe auch nur abgelenkt. Hier ist einer, Benny. Oh. Hier bei uns. Der hat noch Boah, noch einer, noch. Oh. Drei Leute auf. Drei, nice. Okay, zwei Leute. Leute, kann mich jemand von euch. Ja, ich versuche noch zu dir zu kommen, aber. Dagegen, aber ist ziemlich knapp. Nee, das wird glaube ich nichts mehr. Einer war links irgendwo vor dir, Berger. Ja, oben. Und. Nein! Oh, Alter, jetzt hat die Taste nicht gedrückt, ey. Fuck you. Nice. So. Was ist denn aus dem roten Haus? Ja, hat er. Nein. Sorry. Macker. Ist halt so. Das sieht mal gut an. Naja, zweimal Sucher, viermal Sucher, yay. Hier ist noch ein angeknackster Dreierhelm. Ja. Nimm alles, was ich kriegen kann. Nimm, hier ist alles, was du dir wünschst. Ja. Hier ist noch ein viermal Sucher drinne. Ich aim mal eben Geopol ab. Vom Hügel. Vom Hügel. Oh. Wenn du ein Auto findest, können wir das gerne nehmen. Ansonsten ballern wir einfach noch ein bisschen und dann quitten wir. Ach komm, ey. Viermal getroffen. Ja. Ja. Das glaube ich nicht, ey. Was ein Scheiß. Na, der hielt sich jetzt erstmal. In der Halle, ganz rechts. Ja. Können wir sehen. Die Frage ist, auf was hat er geschossen? Rechte Seite zu den Häusern läuft einer auf dem freien Feld. Ja. Ja, ich hab ihn ausgenommen. Hast du ihn? Ja. Okay, hinter dem Baum oder wo ist er jetzt? Ja, hinter dem Baum.
mit seinem Kumpel ja irgendwie nicht weit sein, ne? Achtung, Zone. Ja, ist die erste, glaube ich, oder? Ne, ihr habt trotzdem weit. Hm. Ich nicht. Ah, das ist ja gut gepusht. Hast du ihn gefinisht? Ja. Achso, okay. Da ist ein Moped. Ja, kannst du ja trotzdem noch kurz looten. Oh. Ah, gegen ihn spricht nix. Ich wüsste, wo er ist. Ein Moped. Ich denke, den Fuzzi in der Halle. Ja. Ich glaube, der hat sich auf den Staub gemacht. Ja, welchen Baum war denn der? Das war da gekrochen. Ach da. Da. Das Moped. Was hast du? Das Moped stand hier vorne irgendwo. Habe ich jedenfalls gedacht, dass es ein Moped ist. Anscheinend war es doch kein Moped. Sondern irgendwas anderes. Ich dachte, hier vorne stand ein Moped. Oder auch nicht. Ne, du hast schon recht, ist nur die erste Zone, aber. Mit X kannst du alles wegpacken. Ja, ich weiß. Nein, nein. Ja, ich weiß. Ja. 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 Ja, war gut. Na, Hallentyp, kommst du noch? Kommst du mit? Der hat sich schlafen gelegt. Wahrscheinlich. Alter, das schafft ich. Sleep well, motherfucker. Wie war das so? Nee, ich werd beschossen, ich geh jetzt AFK. Ich leg mich jetzt hier hin. Und er ist in der letzte, der die Runde gewonnen hat. Ja, AFK, Alternative für Kanada. Oh. Ah. Warum habe ich für die. Ich habe doch so viel Fünfer-Muni mitgenommen. Wo ist denn die ganze. Habe ich so viel geschossen? Ach, wir laufen Richtung Ruin, da werden wir niemals ein Auto finden. Wenn jetzt würde, solltet ihr eine Straße finden. Das ist richtig. Vielleicht fährt der Hallenfreund gleich auch an uns vorbei mit dem Motorrad. Das wäre traumhaft, aber unwahrscheinlich. Oh, da war ein Baum. Hä? Ich wollte auch mal was sagen. Ah, okay. Ja, aber pass auf, dass von hinten nicht tatsächlich noch jemand kommt, ne? Sollen sie doch! Töte sie alle! Malte, hast du noch ein Pack in Erste Hilfe? Ja. Okay. Will ich gleich nehmen. Und? So, ist nur Zeit, ne? Gönnt sich ja sonst nichts. Energy oder? Oh. Diese Runde ist so spannend. Der Laufsimulator, jetzt neu, Handel. Ja, ich habe gerade überlegt, diese panischen Geräusche zu machen, wenn ein MW3 die Minute anbricht. Aber hab ich gedacht, lass ich lieber. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Lass es. Oh, du musst dich beeilen, eine Minute Zeit. Da, ich kann das blaue Schimmern am Linksrand sehen. Einmal hoch hier. Ja. Was ist denn das da hinten? Das ist der Horizont. Ach, so weit sind wir schon. Das Problem ist, die Zone fährt gleich wieder davon.
Ja, aber da haben wir eine kurze Strecke und jetzt muss ich tatsächlich einmal gegenheilen, sonst wird die nächste Zone gleich so hart. Ich hab nur noch Verband und Red Bull. Ich hab noch einen Koffer. Ja. Du hast sogar einen Rucksack. Ja, wie. Und der geistige Kommentar des Freitags geht an! Chris, verbeug dich! Ja. Was wäre das Leben ohne mich, ne? Das weiß ich nicht. Lauf einfach weiter und denk nicht drüber nach. Sonst kommt gleich wieder ein Kommentar von dir. Lauf! Run, Forest! Schlampe! Was? Was? Lauf, Schlampe! Lauf! Oh, die Zone ist... Natürlich! Die Zonen ab, Frühstücker. Oh, voraus. Na, oben auf dem Berg irgendwo? Ja, bestimmt, ne? Oh ja. Passiert mich aber gerade relativ wenig. Ich will überleben. Malte ist schon in der Zone. Und beide. Schön, die Häuser da hinten sind natürlich auch in der Zone. Die bestimmt Camperfreunde eingenistet haben. Möglich. Deswegen muss ich. Baum. Laufen wir einfach weiter und weiter und weiter. Ich hier hin. Scheint es sicher. Komm, drop. Direkt vor die Füße. Das wäre doch jetzt mal was. Nee, da Marsch halt. Toll. Ja, I see. Ich bin ein See. Oh, Alter! Ja, war klar, das war boah, super. Der war fies. Der kommt von rechts, der kam von rechts, geht auf die andere Seite. Oben bei der Kirche. Mach weiter, weiter, weiter. Ja, ja, weg. So. Hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Fertig. Also bei der Kirche. Malte, bist, Malte unten bist bei du der Kirche, bei der Kirche. Bei der Kirche schon. Ja, Envia, danke, dass du den Tod gespeichert hast. Ich hab... Wie hat er dich denn getroffen? Ja, mit... Der liegt von der Kirche. Oder? Wo denn da? Doch, oben drauf wahrscheinlich. Oder oben rauf? Dazwischen kriecht er. Der kriecht im Gras. Ich hab da irgendwo gerade eine Waffenspitze rausragen sehen. Kannst du dich erst heilen? Also, heil dich mal. Ja. Punk. Ja, wo ist der? Ich glaube, der ist gerade mit dem Motorrad abgehauen. Was hier? Was hab ich denn? So, ne? Boah. Süß. Jetzt im Laufe schaffe ich gar nichts mehr. Aber extrem gut gesnipert. Wollen wir schon sagen. Ja, aber wo hat er dich denn getroffen? Direkt am Kopf. Du hast einen Dreierhelm. Ja, Kopf ja. Halt. Aber trotzdem ist Dreierhelm nicht... Ich wurde dreimal getroffen. Aber du wurdest beim ersten Mal ausgenockt, deshalb. Ja, gut, dann hat er einen Hals getroffen oder so, keine Ahnung. Ja, ich hab überlaufen. Okay. Oder das Jochbein oder so, keine Ahnung. Aber ja, nicht einmal verschossen, das ist schon echt gut. Hm. Da saß jeder Schuss. Er ist also der American Sniper. Oh, cooler Film. Ja. Der PUBG Sniper. Ah, der unbekannte Sniper. Weil du schaffst es doch nicht mit dem Rennen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Okay. Stehen bleiben. Nee, ich dachte zumindest, dass.
Pass auf, dann aktiviert er eine Hexbombe im Auto. Ene mene miste, es kommt ein Auto von der Piste. Den Reim hättest du besser überlegen sollen. Ja, dafür muss Malte jetzt durch die Gegend scrollen. Der war gar nicht schlecht. Ja, später. Und da hast du furchtbar recht. Aber das ist schlecht. Das ist schlecht, recht schlecht. Das war recht schlecht, ja. Mhm. Her mit dieser Orange. Alter, das kann ich doch vollkommen vergessen. Wo, ne? Und Suicide begehen? Suicide. War bei Daisy Mod immer so geil. Hast du verklickt? Suicide. Schießt dir Kopf. Oh, oh fuck. Suicide ja, Squad. Hast du noch was zum Heilen? Und dann ist das ein aussichtloser Kampf. Dann drop a grenade. So? Oh, pass auf, du musst die hochschmeißen, sonst fällt die runter. Lauf hinterher! Oh, komm! Ja! Oh. Guck mal! Er hat sich sogar unlootbar gemacht. Ey, ich hab einen Kill. Zwei. Ich hab drei. Komm, da geht doch noch eine Runde. Der zweite, das bin ich. Wird auch gezählt? Warten wir immer noch auf Bernie. Und auf, dass ich wieder eine Connection krieg. Hellburnt? Bellburnt? Ach ne, nur dich. Ah ja, gib's mir. Nimm den mit den Noppen, Was? Welchen Noppen? Den Gürtel, ich brauch Schmerzen. Ja, cool, das Haus, ja. Das ist jetzt so eine komische Matschtextur. Oh, hier liegt gleich mal eine Uzi, eine Weste, eine Rauchgranate und Moni. So gut. Ich warte mal, bis ich looten kann. Oh, warte doch einfach mal ein bisschen, bis du looten kannst. Hinterm Haus liegt noch eine Schrote. So. Oh. Ja, ich glaub so, jetzt haben die Legs mal halbwegs aufgehört. Ich hab mir jetzt sogar nachgeladen. Alfred, wie das Spiel denn so? Alfred. Deine Frau sagt Danke. Wofür sagt sie Danke? Dass ich das weiß ich nicht ganz genau, sie hat nur Danke geschrieben. Oh nice, ein AK. Zack, Glück. Oh geil. Zack, ne Brüll. Oh, mit so viel Liebe zum Detail. So, eine doppelläufige Schrotze, das nehmen wir natürlich. Oh, oh geil, Ständer, ey. Chris hat Ständer gesagt. Also ich finde es ja geil, hier liegt eine Schrotze rum und gleich drei, vier von diesen Schrotflinten-Dingern für vorne drauf. Chokes. Ja, die Chokes. Ja, es ist ja klar, ich meine, du sagst, hey, komm, ey, du hast hier eine Schrotze, oh, na klar, die war da gleich mitnehmen. Ich verkleide mich jetzt, so. Wo bist du denn? Halle. Hier, kurz noch. Ja, geil. Wo ist Bernie denn? Ach, der ist oben bei den Häusern. Ach, klar. Ah. Ich bin in der Zone, ihr nicht. Ja, Motorrad, du nicht. Ich bin Assi. Alter. Ich hol dich ab. Fahrdienst Chris. Oh mein ist Gott, das ist immer der tödliche. Und Walter, bitte nicht abspringen. Oh nein, ich spring mal. Also, erstmal von Yivi an. The rest in the world? Chrissy Mausi. Hey, Digga, ich loote hier, ich habe noch. Mausi Lee Win. Das kannst nur du sein. Nein. Mausi Lee Win. Alter. Hallo Mausi. Und mir geht's gut, danke der Nachfrage. Es ist Freitag, also habe ich mein Gehirn wieder abgeschaltet und konzentriere mich nur noch auf Wochenende. Oh, Schüsse aus dem Wald. Ja, hast gehört. Ich hab was verkehrt. Lass mal zu den Häusern nördlich gehen. Mhm. Bin dir weit voraus, da ist übrigens auf. Achso, da bist du überall. Oh nee, da hat schon jemand anderes durchgelootet. Nee, das ist interessant, ich habe hier nämlich keinen Landen gesehen. Hast du eine ordentliche Waffe? Nein. Achso, scheiße, ich habe auch nur den Schrotze und. Ja, weiß nicht, du könntest mit einer AK vermutlich mehr anfangen als ich. Oh, ich habe endlich mal einen Helm. Hier liegen überall nur Pistolen rum. Hier sind bei einem Haus die Türen noch zu.
Das ist das, wo du gerade hingehst, Chris. Geh du vorne rein, ich geh hinten. Ah ja. Kommst du? Ich hab gerade M16 ja. mit 8 Schuss gefunden. Sonst will mich doch einer veralbern. Überall nur Pistolen. Mhm. Ja. Wir sind gerade oh. Hier, bei mir ist einer drin, ne? Wo? Im bei Haus. Mir ist einer drin. Ja, danke schön. Hassi. Hi. Oh, am Fenster? Am Fenster? Hey, hey hallo? Hey, hey, Leute! Alter, was schießt ihr denn aufeinander? Da bist du ja doof. Ah. Ja, hoch die Hände wochenendig. Wie geht denn das? Oh, wer hat dich denn ausgenockt? Was? Der Typ, der hier drinne war. War. Geht denn. Guckt der zum Fenster rein und schießt? Ich dachte, da kommt jetzt der Typ, der dich ausgenockt hat. Ja, der war ja schon ausgenockt. Wer hat dich. Achso. Wer hat dich gekillt? Der Typ, der Typ, der ausgenockt war, hat mich ausgenockt. Und dann kamen die Jungs und haben wir ihn ausgenockt. Achso, und ich dachte. Und du warst zu spät. Ich wollte dir die Rübe wegpusten gerade. Ja, ist ja nett. Gut, hast du noch mal. Da brauchst du ein Energy. Ja, ich trinke jetzt mal kurz einen Schluck. Belga? Was? Ich habe gerade einen Intus und ja, ich also, nehme gerne noch einen. Ich jetzt auch. Achso, hast du nichts mehr zum Heilen sonst? Ich habe sonst, ich habe noch einen, ja, nee, ich habe gar nichts mehr sonst. Komm her, hier. Yay! Pumpt dich mit Kapuzen voll. Ja. Der 88. Der kann ja nicht allein gewesen sein, ja. Da war ich hier ganz alleine. Ja, wir sollten mal über den Berg rüber. Ja. Chris, bist schon über den Berg, oder? Passt. Wie geht's dir so, Chris? Bist du schon über den Berg? Nichts mit, juckt nix noch. Mit, oh, Bernie, wie heldenhaft du Belger belebt hast und oh, wie cool juckt du Chris noch. Nicht erschossen hast. Schnauze. Oder? Oh. Ich lebe, ja, ich lebe. Hier ist das jemand. Das Mindeste. Ja, ich nein, bin nein, hinter bitte dir. Nicht, bitte nicht. Warte. Was so, jetzt ernsthaft, Leute, ernsthaft. Mein, oh, fuck, Mann. Bad-Modul-Info funktioniert nicht mehr. Bad-Modul-Info funktioniert nicht mehr? Ja, ich kenn das. Das ist, wenn du einen Absturz hast, aber auch der Exception-Händler eine Exception wirft. Beim Anzeigen des Fehlers ist ein Fehler aufgetreten. Oder oben im Haus auf dem Balkon. So, wer steht denn jetzt eigentlich hier? Steh ich oder laufe ich? Du stehst. Ach, gut. Du bist du... Ausgenockt oben? Ja. Ja, weißt du was, ich lass Chris jetzt hier stehen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns darum kümmern, dass wir die Leute hier killen. Auch das heute. Ja. Nice! Aber fein raus. Hä, hey, wo ist er hin? Alles klar, ich suche ihn gerade, wo er ist. Guck mal auf den Klo nach. Ich habe ihn gekillt anscheinend. Ach, er ist gestorben, okay. Hier, hier an der Straße sind wir. Wo bin ich denn jetzt? Hat er auch nichts ordentliches mit? Eine Granate nehme ich noch. Der war hier auch alleine anscheinend. Habt ihr ihn gekillt? Ja, ich habe ihn gekillt. Ja, vielleicht haben sie. Ha? Was mit rum? Ja, andere Straße. Was mit rum? Okay. In diesem kleinen Turmhaus da. Im Wizard Tower. So, oh, hinten in den Schuppen haben sie noch nicht gelootet. Sind die da rein? Malte? So, Verbände. Ja, steht am Truck. Ist er einer oder was? Ja, laufen jetzt die Treppe hoch. Wo? Ah, ich sehe ihn. Okay, oh. er ist jetzt im Untergeschoss drin. Die scheiß Position im Haus hier. Ausgenockt. Wenn das nur einer ist, kann ich nicht pushen. Ich werfe eine Granate oben rein. Ja. Und noch nicht, hier ist er. Ausgenockt? Wo ist. Da ist einer mit einer Schrotze. Alter. Ausgenockt. Fick, Alter. Ich hab eine Granate. Ah, hier bei mir! Bei mir ist einer! Oh, der Baum! Direkt bei mir da! Shit, Alter! Ich bin down! Oh, ich auch. Chris! Jungs, wo im Baum? Da! Chris. Auf der Straße, mit auf der Straße! Ja! So. Ah, und belebt uns alle wieder, bitte! Ja, ich bin hier! Scheiße! Stehen! Liegen Alter, sie alle hier! Weißt du, ihr lauft alle rüber, auf einmal steht so ein Typ mit einer Schrotze neben mir, Alter! Ich hab ja, den Heim mit der Uzi, hab ich gesehen! Wir müssen jetzt alle. Du nimmst Chris, ich nimm Bernie.
Wir müssen uns wir müssen alle einen Kill bekommen haben. Der hat mich plötzlich echt von der Seite weggefickt hier voll. Gefickt hat er dich. Ja, der mit der Schrotze. Ja, gefickt, hm? Ja. Aber echt geil, ey. Muss ich dir mal wieder aufhören. Danke, Yivi! Yivi sagt, ich bin Batman. Belga, ich bin total müde. Danke. Jeder nimmt hier eine Leiche. Ich nehm die hier. Ich nehm die Leiche. Achso. Ja, wo liegen denn noch welche? Oh, da hat ein... Oh, geil, ich kann mich heilen. Nehme ich die hier. Hat der irgendwas ordentliches mit? Hallo, ich hab gekillt, ich hab gerettet. Ich darf ja wohl, ne? Okay. Ja, natürlich. Wo ist denn hier die Leiche? Alter, die hat ja hier gar nichts. Der Retter der Kokos, was? Ja. Retter der Kokos, ne? Die haben ja hier gar nichts. Hier fehlt eine Leiche. So, ich verbinde mich jetzt mal. Christoph sagt, die haben ja gar nichts. Hier fehlt eine Leiche. Leute, wenn ihr irgendwas zum Heilen findet, dann schneller geht das verbinden, dann gib Bescheid bitte. Ja, warte, jetzt, du hast mir ja eben ausgeholfen, dann hilft dir jetzt auch was. Oh, danke schön. Oh, das darfst du mal gleich mal ein. Drogen für die Fenster. Wir hatten ja gar nichts. Ne, die haben hier gelootet und haben nichts gefunden. Oh, ja, wir haben Killing Zone. Wie gesagt, ja, der eine hat eine Schrotze und der andere hat eine Uzi, also. Ja. Und hier ist noch ein Umbedien, wie noch ein Bett. Danke für den Host, André. So, jetzt heile ich hier mal durch. Oh, Akamuni, ja, Mann. Ja. Boah, ich dachte, er zieht mir jetzt einer mit einer Pfanne über hier. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Chris, brauchst du was zum Heilen? Nein. Ich hab noch zwei. Nein. Minuten. Ich lebe auch mit 5% Leben. Alter, komm her, du Bluter. Komm her, du Bluter. Komm rein, du Bluter hier. Komm jetzt mal. Lauf nicht so weit raus, ne? Ist jetzt hier. So, ist hier. Ist gerade hier, ne? Ist hier. Mir hast du einen Schmerzmittel und meine zwei Verbände. Ich kann dir leider nicht mehr reagieren. Ach, reicht doch. Ist eine schöne Explosion. So, was haben wir gelernt? Wir werden wir auch jetzt im Arsch. Achtung, draußen ist. Oh, nein, von Alter. Mann, Chris. Ja, warum tanzt du auch draußen? Ich tanze doch gar nicht draußen. Er liebt die Gefahr. Einfach mal tanzen. I'm rolling, rolling. Oh, noch einer. Hey, oh, oh, für mich wird geschossen. Ich glaube vom Berg aus. Ich glaube vom, ja, vom Berg aus. Wo ist denn Belga? Und ich bin hier hinten. Der ist oben am Baum am Berg. Oh, wurde auch angegriffen. Ah, scheiße, ich bin. Oben auf dem Berg, drei Leute. Oben auf dem Berg, drei Leute. Alle nach und nach. Ja, alle drei. Boah, die sind gut. Ah, kommt direkt. Die sind gut aufgestellt, ja. Ich krieg mich mal zu. Einer kommt. Ja, einer kommt, zwei kommen von vorne. Okay, ich wurde jemand von dem. Ah, einen habe ich ausgenockt, der andere ist umlaufen. Ich bin tot. Ich wurde von einem gekillt, der heißt Wululululul. Mein ausgenockt. Ah, ich bin auch ausgenockt. Ich sah mir nicht böse, aber die haben eine zu hohe Treffer. Boah, hat der gerade geleckt. Nee, die waren. Die haben einfach sich gut positioniert. Wenn du den einen da oben noch ausnockst. Ausgenommen. Du könntest mich jetzt noch. Der andere, ich lauf, weiß nicht. Chris, lauf! Ich glaube, der ist auf den. Oh, fuck. Nein, das nee, ist nein, nee, definitiv nicht. Gucken wir mal Chris zu. Der steht da, ne? Der steht da. Nee, doch nicht. Töte ihn einfach, ja, genau. Den anderen auch noch. Rechts, rechts, rechts. Ja, ja. So, das habt ihr nur davon, ihr Pisser. Lauft da hin und sagt ihnen das. Sind alle ausgenockt? Ja. Ach, ja, alle. Also, ich hab einen ausgenockt. Da kommt Chris, ja. Aber ein letzter ja, muss doch noch irgendwo. Ja, da muss doch irgendwo einer sein. Ich finde es immer so cool, wenn die Waffen da über den Kisten so schweben, so fährt rum. Ach ja, Wololo, genau, war Age of Empires Zitat. Danke, André. Wololololololo. Ja, das war, ich, wer hat das, das war irgendwie Wololo. Ja, das war, wenn du bekehrt hast. Quasi. Ah ja, genau, genau. Irgendwie so. Meine Imitation war perfekt übrigens. Ja, ja, wir waren eigentlich gut in der Zone. Ja. Okay.
Ja, genau. Hast du so. Hast du meine M4 genommen? Ah, nee, hast du. Hab ich. Okay. Danke, Yiwi. Auch dir, falls du jetzt was trinken solltest. Sag mal, Belgar. Mhm. Was wäre eigentlich gewesen, wenn du einen von diesen Aromabeuteln gestern auf Pur getrunken hättest? Auf Kur? Nee, Pur. Also ach so, was? Ein so ein Beutel in einem Glas. Ja, ein Beutel direkt in den Mund. Dann hättest du wahrscheinlich 2 Wochen lang eine taube Zunge. Oder so, keine Ahnung. Nein. Achso, Chris, das wollte ich dir auch noch sagen. Oh, da habe ich dir schon mal gesagt, glaube ich, ne? Dieses Aromabeutel für Wasser. Nee. Du bist auch Wassertrinker. Ja. Ich bin jetzt auch auf zu Hause so auf Wasser umgestiegen, Leitungswasser. Okay, ja. Und ich habe von Amazon, das heißt, das Zeug nennt sich Bolero. Gleich wieder. Mhm. Das ist quasi, eigentlich ist es nur Aromastoff ohne Zucker, ohne irgendwas. Als Süßungsmittel wird Stevia benutzt. Mhm. Also ne, als kalorienfrei. Und da kannst du 1,5 Liter Wasser wirklich geschmacksintensiv machen, wie Orangenlimonade oder wie Cola oder wie Blaubeer. Nur damit es schmeckt. Ja, genau. Okay. Ist also nur Aromastoff, mehr nicht. Ja. 48 Beutel für 17,57. Genau. 48 auch verschiedene Aromen und Wasser. Also für 60 Liter Wasser quasi. Ja, finde ich cool. Es schmeckt auch. Das ist das Schöne. Es schmeckt auch. Schmeckt nicht so künstlich. So ganz künstlich. Und da gibt's halt. Ich will mal. Ich kann aber kurz gucken hier. Ja. Eigentlich ist schon ohne Verdammt. Dieses Zeug hier. Super, weißt du, Produktplatzierung im Stream. Boah, ne? Ich krieg nichts dafür, aber. Schmeckt übelst gut. Ja, das sind, also die meisten Beutel sind glaube ich 1,5 Liter. Bitte? Ich hab nämlich jetzt so eine coole Trinkflasche, aber nicht aus, das Wasser mega lang kalt hält. Hey Leute, Malte hat eine neue Trinkflasche. Ich hab du. Ja, ist echt nice. Für sie? Ja? Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig. Bam, guck. Du solltest schlafen. Hat Yiwi schon wieder Nachtschichten? Nö. Achso. Muss morgen arbeiten. Achso, muss morgen arbeiten. Leute, wenn ihr jetzt auch ruhig sein würdet, dann wäre das fantastisch. Ich guck mal eben, ob ich einen Link schicke. Nein, du sollst dich nicht muten. Was? Und dabei, ich hab Maschinengewehr. Da. Warte. Oh Gott, so schnell bin ich nicht. Wo ist es? Da, Soundboard. Nein. Da hab ich Maschinengewehr. Serie war echt geil. Ich guck mal eben kurz, ob ich das finde. Nein, tust du nicht. Doch, boah, ich finde das. Ich bin ein toller Typ, ich finde sowas. Hier, Bolero Kennenlernpaket. Jetzt ist der Dings wieder weg. Hast du jetzt diese 48-Beutel-Version geholt? Ja, genau. Genau. Oh, sieht auch Inventur, gut aus. Ja. Das erwartet mich Gott sei Dank immer erst zwischen quasi am 2.1. bis 4.1. Ja, das hatte ich jetzt auch diese Woche. Bitte, Yiwi. Aber ein Glück, alles ein bisschen im größeren Format. Nicht Schrauben zählen. Ja, Schrauben zählen tue ich auch nicht, aber ja, nervig ist bei uns. Also das Nervigste, was ich zählen muss, sind Steckverbindungen für Kabel. Mhm. Also die Stecker, die man auf die Kabel raufmacht, etc. Ja. Ja, das ist so, pro Stecker ist es 1 Euro wert. Hast mal eben 1000 Stecker, ne? Läuft. Na, ich war jetzt bei einer Spedition und da waren dann halt so Bolzen und so eine Sachen halt.
Ja, gut, wenn ihr jetzt größer. Also ein Meter mal ein Meter so, weißt du? Ja, nee, ich meinte jetzt, ich wollte gerade auf Jivis Kommentar antworten. Die hat nämlich geschrieben, wir müssen wiegen, also die Scharniere und Schrauben wiegen. Das machen viele Firmen, dass sie einfach das Metall wiegen und dadurch haben sie natürlich so einen Mittelwert. Aber Schrauben und alles, was Metall bei mir ist, das sind entweder große Objekte oder sind halt so Montageschrauben oder Dosenschrauben und die zähle ich nicht, die wiege ich nicht. Einmal ins Lager. Ja, die zähle ich nicht und wiege ich nicht, da nehme ich dir einmal die ganze Packung in die Hand und sage, oh, das sind 100 Stück. Du hast eigentlich auch mal recht. It's magic. Ja, hab ich. It's magic. Aber warum sagst du nicht zu deinem Chef, mach selbst? Weil mein Chef im Laden zählt. Und da bin ich auch ganz froh, dass er im Laden zählt. Oh, okay. Das Einzige, was ich bei meiner Inventur zählen muss, ist mein Auto, mein Firmenwagen und meine Werkstatt. Eins. Na, ich muss nicht das Auto zählen, sondern im Auto die Sachen zählen. Ich habe eine Werkstatt und ein Auto. Schreib das auf. Hier, Chef, ich mach 2 Tage frei. Eine Werkstatt, ein Auto. Ja, alles noch da. Toll. Nein, also die Sachen, die du im Auto hast und so. Genau, alles, was ich in der Werkstatt eingelagert habe und alles, was ich im Auto eingelagert habe. Was? Bist du nicht langsam mal raus? Warum? Naja, weil die Zone irgendwie kommt, weil du Chicken dir noch holen sollst. Ich finde das alleine Spiel so langweilig. Ja. Dann renn doch einfach mal schreien zur Schule. Ja! Achso. Am besten feuerst du noch in die Luft und schießt dein Magazin auch schön leer, damit sie es nachher noch klicken hören. Ist das ein Voice-Chat? Jivi, deswegen mögen wir ihn. Wen, mich? Nein, nicht dich. Dich mögen wir nicht. Moment. Doch, dich haben wir auch ganz doll lieb. Kommt wahrscheinlich gleich von Jivi. Emotional. Das wurde absichtlich dahingestellt, Chris. Ich glaube nicht, dass das da gespawnt ist und du ziehst zu niedrig. Wie schön. Ja, mal die Luft an hier, Digga. Was für Anfänger. Ja, bei uns Inventur war nicht geil. Habt ihr schon Inventur? Zone kommt. Wir hatten schon Inventur. Ernsthaft? Das ist noch nicht mal Weihnachten, wir haben schon Inventur. Da lag übrigens eine Zweierweste, Chris. Das war meine kaputte. Bei uns ist das Lager ein bisschen größer, ne? Und dann kriegst du irgendwie so eine Reihe und dann, wenn du das Kleinteilregal erwischt, dann darfst du eben auch alle möglichen Steckerverbindungen ziehen. Ruckzuck. Die ganzen Kleinteil-Scheiße. Und der Typ, der ist einfach der die Hänger zählen muss bei Feldbänder, den auf ihn nehme ich neidisch. Weißt du, der läuft einmal über den Hof. 1, 2, 3, 4. Der muss er nur bis 100 zählen können. Ah, da oben. Komm, crazy. Ja, nicht. Da läuft einer direkt vor dir, 2. Der schießt auf dich, glaube ich. Nein. Nicht? Muss Einzelfeuer anmachen. Boah, der war nice. Nee. Also. André, ich glaube, da verwechselst du was. Oder ist das Sarkasmus? Ich kann es nicht genau rauslesen. Im Finstern schreiben ist scheiße. Achso, okay, ja, lieb. Achso, jetzt lieb, ja, klar. Chris, du bist übrigens sehr lief. Was? Du bist sehr lief. Achso. Lief? Blatt? Okay, nee, lief. Du solltest jetzt übrigens da mal los. Mann, jetzt halt die Fresse. Was? Entschuldigung. Lief. Du bist sehr lief. Lief, Schreiber. Er ist der Schauspieler. Damit wollte ich ja nur ausdrücken, dass Jivi sich verschrieben hat und lieb meinte. Eine Karre, da unten ist eine Karre und da läuft doch noch. Hey, wow, ja, Mann! Das ist jetzt fies, weißt du? Die werden gerade vom Auto angefahren und du schießt sie einfach ab. Das ist echt fies, Chris. Mann, jetzt halt doch mal die Fresse. Entschuldigung. Push dich noch mal hoch, push dich hoch. Ich hab dann lauf. Mit deinem Baum. Dann lauf einfach so. Achso, da. Nicht gebückt, Alter! Oh. Doch, jetzt bücken. Jetzt zurückschießen. Ja, jetzt bücken und dann sterben. Ja, eine Sandhascha, okay.
Nee, von hinten kommt da keiner. Das ist der vorne am Baum da beim Auto. Ja, Mann. Komm. Wartet jetzt einfach. Ja, der lässt sich ausbluten. Die Zone fickt hart. Ja, ihn der lauf. Lauf einfach, schnapp dir die M4, lauf und baller halt dahin. Vergiss das, der legt's darauf an, dass du außerhalb der Zone stirbst. Du, alles gut. Jetzt! Lauf! Ja! Oh. Lass ihn spielen, Bernie. Lass run, ihn spielen. Run. Er kann das. Ich glaube, fast an ihn. Fest an ihn. Du, der Links hat es bumm gemacht. An ihn. Der Links macht es gleich nochmal bumm und dann bist du tot. Nee, ich glaube außerhalb des Spielbereichs. Das heißt, es ist nicht sein Kill. Das ist hervorragend. Also, was, wenn ich theoretisch so viel trinken würde, dass jemand unterm Tisch liegen würde. Ich weiß, ich habe vom Alkohol noch nie unterm Tisch gelegen, aber dann, ich werde von Alkohol erst aufgedreht und gut gelaunt und dann werde ich irgendwann müde. Und zwar sehr müde. Das hat dann so Ambitionen von ich schlafe am Tisch ein. Okay. Oh, so, gelandet und RK gefunden. Gelandet und irgendwie runter. Gelandet und im ersten Stock einen Geist getroffen. Ich nenne ihn liebevoll Herbert. Herbert. Oh, Herbert, geil. Herbert ist einfach so ein richtig toller Name. Ja, findest du? Wisst ihr, was das Gegenteil ist? Ich möchte selber nicht Herbert heißen, aber... Herbert ist schon toll. Ja, Christoph, das Gegenteil von? Ja, von. Also eigentlich eine ganz gute Frage jetzt. Was ist denn das Gegenteil von? Das Gegenteil von? Bis? Chris ist das Gegenteil von? Nee, bis. Achso, bis. Das kam mir eben so in die Question, weißt du? Ja, jetzt mal, stell dir mal vor, du trinkst, übertreibst es nicht und du hast am nächsten Tag keinen Kater. Stell dir es einfach mal vor. Ja. Stell dir mal vor, kann ich nicht. Du gehst mit Leuten Party machen, du trinkst selber gar nichts und hast am nächsten Tag trotzdem Kater. Da hast du was verkehrt gemacht, eindeutig. Ja, ich nenne das dann immer Passivsaufen. Passivsaufen. hier liegt noch eine Mini, wenn einer möchte. Allerdings keine Munition, die habe ich gerade geklaut. Also, Munition. Da liegt ein Dreierhelm. Ein Dreierhelm. Oh, hier liegt noch ein Zweierhelm. Nee, ein Dreierhelm. Ein Dreierhelm, Dreierhelm. Hier liegt noch ein Zweier. Oh, ein Vierfachsucher, nice. Und den könnte ich gebrauchen, ich habe eine Mini. Nein, ich komme da nicht. Oh, ein Scheißhäuschen, nice. Ja, jeder braucht ein Scheißhäuschen. Zwei Scheißhäuschen. Oh, hier ist noch ein Zweierhelm, wo ich. Hier unten. Also in der unteren Etage ist überall noch Zweier-Stuff, wenn ihr braucht. Hol mir einen Zweierhelm. In den, wo bist denn, wo ist denn der Frozen da? Ich habe schon lange keine Kirk mehr gesehen. Ich auch nicht, merkwürdigerweise. Gork. Ja. Und Scar. Zwei, wo bist du? Ich kann. Oh. In den. Eine kleine. Arsch. Oh, ein Crossbow, den wollte ich immer schon mal haben. Ja, den habe ich auch vorhin schon gefunden. Oh, zwei. Runde. Bernie? Ja. Weil du es so vermisst hast. Toll, jetzt wissen alle, dass wir hier sind. Oh. Ich hab's nicht gehört. Kannst du das nochmal was machen? Ich hab direkt auf dich ich hab neben dich hin, ne? Digga, ja, ne? Ich war gerade auf der anderen Seite vom Steinbruch. Oh, ein Zweierhelm. Hm. Geil. Wenn du auf mich geschossen hast, weiß ich nicht, auf wen du da geschossen hast. Nein, ich hab nicht auf dich geschossen. Ich glaub, das war ich. Ich schieß gleich zurück. Oh, stimmt, das warst du wirklich. Ich hab einen Vierfachsucher. Ich hab gar keinen. Engelbert? Maschinengewehr. Engelbert? Ja. Es ist Wochenende. Was? Wie er sich freut, das ist der Geist von Weihnacht. Weihnacht? Hä? Verstehe ich nicht, Ibe. Um was ging's gerade? Hab ich was verpasst? Du bist schon eingeschlafen. Ach so! Es ist möglich. Also ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet bei der Quarry. Was jetzt mehr Gegner oder? Nee, mehr Loot. Mehr Action oder? Mehr Loot.
Ich könnte noch Visiere gebrauchen. Wie sieht's aber mit euch aus? Kann da einer was entbehren? Nee, ich habe original mal einen Vierfachsucher, das war's. Keine Luft geben. Luft? Ja, das habe ich mir schon immer gewünscht. Das ist immer dieselbe Bezahlung, die kleine Kinder auch haben, wenn sie irgendwas wollen von dir. Ja, ich zahle den Luft. Ja, toll. Ich zahle den Luft. Ich zahle es dir zurück in Schlägen. Das gleiche hatte ich gerade im Kopf, ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja, ich muss sagen, also viel ist hier nicht rumgekommen bei der Quarry. Ne, irgendwie nicht viel. Liegt noch ein Crossbow. Genau. Du tust ja auch falsch looten. Achso. Du tust ja falsch looten. Das heißt, da wollte ich gerade hin. Bernie. Da ist nix, dreh um. Da ist nix, dreh um. Da ist ein A2-Rucksack. Ja, genau. Da war ich schon. Da muss da oben noch was sein. Da muss. Can we still be? Can we still be leise, sodass wir hier aneinander kommen? Okay, pass auf. Arbeitskollegen sind wie Weihnachtslichterketten. Hängen alle zusammen rum. Die eine funktioniert nicht richtig und die anderen sind nicht gerade die hellsten. Was? Oh, kommt hin. Kommt hin. Oh, wir sind sogar down. Leute, wollen wir mal zu dieser komischen Fabrik oder was das da auch immer ist? Nein, Bernie, brauchst du nicht hingehen. 16. Ach, Chris. Du immer. Gibt ja genug für beide zu looten. Das ja, Problem ist, wenn du das laut sagst, dann kommen hier mehrere. Kennt ihr übrigens das Geheimnis der Zäune? Hier oben ist die Tür auf. War hier einer von euch? Ja, ich war weiter. Achso, okay. Das Geheimnis von Zäunen. Das Geheimnis von Zäunen. Nee. Das Geheimnis der PUBG-Zäune ist, wenn ein Zaun... Oh, hier sind die Türen auf. Chris, hier sind die Türen auf. Oh ja. Wenn ein Zaun kaputt ist, also ein Loch hat, wo du durchgehen könntest, komm zu dir rüber. Dann ist er ja in eine Richtung gebogen. Ja, genau. Und die Richtung, in der er gebogen ist, ist die Richtung, wo du nicht durchschießen kannst. Das bedeutet, du stehst auf der Seite, die zu dir hingebogen ist, dann kannst du nicht durch den Zaun schießen. Wenn du auf der anderen Seite des Zaunes stehst, kannst du durchschießen. Das klingt nach einer ziemlich schlechten Alphabet. Ja, ist auch sehr kurios. Malte, bist du hier in der Nähe? Okay, ja, war mal leise jetzt, bitte. Ja, sag mal leise, bitte. Ja, dann müssen wir mal kurz hier gucken. Guck mal. Hier, Malte, guck mal. Hier. Ja. Diesen Zaun hier. Halle, ja. Der ist ja jetzt nach hier hin. Kann ich nicht durchschießen? Wenn ich genau. Auf der anderen Seite stehe, kann ich durchschießen. Genau. Alles klar. Rätsel gelöst. Ist das nicht bescheuert? Ja. Sieht sauber aus. Was cooles. Also, ich hab hier. Nee, außer ein. Soll uns das Auto gefallen? Dann setzt ihr jetzt entweder rechts oder vor uns. Warte mal. Wir gehen mal zu den anderen Jungs zurück da. Gehen wir. Wir müssen sowieso in die Richtung, also, Malte. Wo läuft Zone? Ja, gehen wir Süden. Gehen wir Süden zu den Häusern. Da können wir nicht sein. Ey, gehen oder Süden. Genau, hol du mal das Auto. Leute, wir treffen uns bei den Häusern zwischen Fairy Pier und Primask. Was? Was? Da hinten ganz? Ja. Süden. Achso, der Esel läuft da schon rum. Alles klar, Malte holt das Auto. Ja, wir fahren eben außen rum kurz. Gewesen sein. Warte mal, ich check's mal ab mit dem Sucher, aber weil die Türen alle auf der anderen Seite sind. Scheiße. Kann ich einfach mal als Fahrer einsteigen? Danke. Nein, das Auto weiß schon ganz genau, was los ist. Ich stehe auf der Fahrerseite und sitze dann auf der Beifahrerseite. Durchgesprungen. Das Spiel weiß, dass Berliner fährt. Ja, Malte fährt. Oh mein Gott. Ich habe nur einen Konsens getroffen, dass das ich nicht mehr mit Motorrad fahre. Hier ist keiner gewesen. Bin. Das ist sicher? Ja. Okay. Gucken wir hier noch kurz. Fahr mal rechts hoch. Zweitwaffe. Genau. Zu der M416 hoffen. Ja, geil. Dann noch zu den Häusern eben. Zu den Hütchen. Das nehmen wir. Ich guck mal eben schnell. Brauche ich nur noch Muni für das Teil? Nichts. Bernhard? Revolver.
Super. Wow. Weltklasse. Du fährst. WBL. Oder auch nicht. Nee, du fährst. Das ist auch nur will, dass ich fahre. Ja, ja, anscheinend. Hast du irgendwo 5er Muni gefunden, Chris? Nee. Das sieht so ein bisschen nach Military Base aus, ne? Die, ja. So, wir sind's, ne, ja, Jungs? Brauchen wir. Nein, kannst du haben. Wir marschieren ins Dorf ein. Guck mal, ich brauch 5er auch mit. Ich hab so keine Muni. Wo 7er liegt hier? Die waren hier noch. In the middle of the room. Wir sind in M4. Hab ich. Dann nehme ich sie. Ja, weil ich würde. Obwohl, nee, ich hab schon das Scar erreicht. Ja, das Problem ist, ich will die AK nicht. Ja, scheiße. Nein, jetzt soll jemand anderer die Kark nehmen. Darf ich Kark? Aber... Ja, klar. Kann ich halt meine M16 haben. Immer noch irgendwie ein Visier üben? Ja, ich würde die Muni vor allem würde ich sofort nehmen. Visiere. Visiere wären traumhaft, Jungs. Ja. Also. Ja, Visiere kannst du haben. Ja. Aber ich habe absolut keine Muni für die M4. Kann ich die Kark haben? Ja, nimm die. Wo liegt die denn? Ja, hinter dir. Oh. Hast du keine Muni zu M16 gehabt? Doch, gebe ich dir doch. Warte mal, so, Belger, hier hast du den Hugo. Ich tippe auch nochmal 30 raus hier. Aber ich brauche noch die Muni für 7, für die Kark. Warte mal, dann kann ich dir 30 Alter. Geben. Soll er doch rein für den Kark. Visier. Ah, Belger hat mir auch was getroppt. Nice. So. Braucht jemand einen Charlie für eine MP? Nein. Dann hab was. Scheiße. Bombing Zone. So, dann werfen wir die neuen. Rauchgranaten kann ich mich hier zuschmeißen. Das werfen wir alles weg. Hey, Typ, da raus! So. Hast du einen passenden Sucher für die Kark? Nein. Ja, dann komm mal her. Gar kein Sucher. Komm wieder rein hier. Hast du irgendein anderes Visier, was du dafür entbehren kannst? Ein Rotpunkt oder ein Holo? Uff, egal. Dann gebe ich dir den hier. Danke. Also sonst ist die Kark relativ sinnlos. Ja. Yep. Ist dann schwierig. So. Hier ist ja Bombenstimmung, Leute. Hier ist Bombenstimmung. Wir sollten vielleicht jetzt nach einer Karre ausschauen. Ja. Besser gesagt, Brötchen. Ja, Brötchen mit Schlötchen. Oh, Stößchen und Süßchen. Trinken. Ich laufe rüber zur East, also Ferry Pier. Ja, bin ich auch. Ich laufe am Strand entlang. Ich wollte gerade schreien, Motorrad, und dann dachte ich so, nee, das hört nicht an wie ein Motorrad. Das ist eine Fliege von diesen scheiß Müllhaufen. Okay. Geil. Ja, genau. Ziemlich großes. Oh, nee, ist eine Fliege. Ach ne, ist eine Fliege. Aber genau. Liegt da vorne am Pier vielleicht irgendwas Interessantes? Ist da schon mal jemand hingelaufen? Ja, da ist nie was. Aber wir hätten hier ein Boot. Das ist gut. Pier? Ja, lass rüber. Was hast du noch? Ja, sollen wir nicht noch Ferry Pier? Nee, lass rüber. Was? Ja, weil danach haben wir das Problem, dass wir wahrscheinlich zu viele da drüben sind. Es sind noch 44. Yep. Das ist ganz schön. Das sind sehr viele Leute. Ja, die müssen aber jetzt auch wahrscheinlich alle über die Brücke. So, ich würde dann sagen, wir legen. Ah, es sind noch richtig viele. Chris, guck ein bisschen nach rechts, nicht, dass von Ferry Pier noch Leute kommen. Ja. Naja, noch knapp die Hälfte. Ja, wieder matter Leistungskurs, oder? Wir fahren mit dem Bötchen, wir fahren. Belger. Ich habe da einen Schuss gehört. Ja. Aber das ist, glaube ich, auf der Brücke. Bist du auf dem Boot, oder? Ja, da oder hier? Sehr geil. Was? Grün oder gelb? Mach gelb. Ich denke, mach gelb. Rumfahren und gut. Oh, wir kommen von hinten heute. Nice. Geht er wieder. Ah, von hinten. Jevi, dein Mann kriegt keinen Joghurt zum Nachtisch. Der war jetzt unanständig. So Leute, packt jetzt mal hier die Paddel aus, damit wir schneller fahren können.
Aha. Ja, moin. Seht ihr gut entscheiden. Da hat jemand versucht, ein Leck in unser Boot zu schießen. Ich hab den Ton aus. Das ist sonst mal so schrillig laut. Ja, mal die Kehle einmal rüber, meine ist gut. Du schweißt mir da was Schönes rein, ne? Ja, ein Herz. Hör schon wieder Schüsse? Ja, ich habe auch gerade angehört. Ja, aber bei Geld. Ja, ja. Wenn Sie jetzt aus dem Boot gucken, sehen Sie Wasser. Auf der linken Seite. Gut, halt mal langsam an. Halt mal langsam an. Was? Oh, hier soll auch schon weggegangen. Du sollst anhalten. Ja, wir sind nicht die Ersten. Wenn man taucht, ist man schneller. Okay. Ist man nicht. Bist du nicht, du bist nur ein bisschen undercover. So. Wo laufen wir überhaupt hin? Ah, in die Richtung, wo die Zone hinkommen wird. Hat jemand gesehen? Nee, aber hier oben steht ein Jeep. Das bedeutet, hier oben werden auch welche sein. Ja, direkt beim Jeep stehen welche. Wo? Liegen mittlerweile. Beim Jeep, da direkt an den Stein. Siehst du den nicht? Nee. Alter. Digga. Auf 225 Grad West. Danke. Der hat sich gerade einer ins Gras gelegt. Direkt hinter dem Jeep. Ich kann da nicht raufschießen. Ich leider auch nicht. Ich laufe ihn jetzt aber. Ja, ich krieg ihn von hinten. Ganz easy. Oben auf dem Stein. Nice. Ein Dreier, ey. Willst du mich verarschen? Der war noch ausgenockt oder was? Gerne. Lauf hin. Chris? Ja. Ja, ist down. Nice. Jetzt ist er tot. Nice. Oh, gut, dass er dich nicht gekillt hat, ey. Warum ist er denn nur down? Ja, Idiot, ne? Eigentlich. Hat meine Grenade endlich mal. Ey, warum hab ich den denn nicht getroffen, ey? Ich sag noch ganz easy. Ja, klar. Der Ausgenockte auch gekillt? Wow, der hat eine Panne. Der Ausge... Hier ist ein Vierfach. Der, was für ein Ausgenockter? Das ja, war der Ausgenockte. Nein, hier Achso. Oben war noch einer auf dem Berg. Ja. Achso, das wusste ich nicht. Ist der runter? Ja, der wird sich runtergestürzt haben, dass er seinen Loot nicht bekommt. Ich sehe noch nichts. Ah doch, scheiße. Ganz ist unten, ja. So ein Assi. Ja, gut gemacht. Schmeißt sich nicht runter. Aber wer das war gut, das Gute war, dass ich... Ich habe ihn einmal angehittet und dann hast du... Oder Malte? Ich hab den angehittet. Ah, du ja, dann hast du ihn gekillt. So, Leute, wie sieht's aus bei euch? Nö. Aber ich hätte den auch in die Salbe rein. Wo wollen wir jetzt hin? Ja, immer an der Küste lang. Ja. Aber andere Richtung. Oh! Der Dreierhelm ist komplett durch. Der Dreierhelm ist durch, ja. Den kannst du knicken. Also, ich denke mal, in den Häusern, im Osten wird noch irgendwas los sein. Ja. Ja, und da vor uns die Häuser werden auch noch irgendwas sein. Mal gucken, wir müssen hier irgendwie weg vom Feld. Deswegen laufe ich an der Küste lang. Achso, ich wusste. Okay. Ich hab noch nicht geguckt. So, 126 Schuss noch bei meiner AK. Aber 30 Leute noch, Kinder. Hier sind ja, richtig. Das... Ja, ja. Ach, einfach raushaben. Jetzt beginnt der Eskalation. Aber wir haben gute Waffen, eigentlich könnten wir es schaffen. Berger, haust du noch was rein? Ich hab nichts. Okay, ich gebe dir nochmal ein Energy. Okay. Ich habe auch nur noch Verbände, falls jemand braucht, aber... Ich habe nur Energy drin. Lasst euch einfach nicht anschießen, Leute. Ja, aber so... Kind ist der beste Plan. Einfach nicht anschießen. Geil wäre, wenn ich jetzt noch ein Sniper-Visier hätte. So über Starship Troopers?
Bis sie abspringen, da überklären dazu und dann der Typ im Schiff: Ey, wenn man irgendwas in der Grundausbildung gelernt hat, dann schaffst du das Leben zurück. Na klar. Eine Million Bucks kennst du? Lecker? Ja, was, was? Oh, wieso? Okay, der glaube ich, der Block geht diesmal wieder übers Wasser. Bei den Häusern wird auf jeden Fall noch wieder, oder? Bestimmt. Das ist safe, da ist immer was los. Ja. Ich hätte mehr Schiss, dass da auch im Wald oben Richtung Norden jemand noch ist auf der Anhöhe. Die Häuser sind auf die Tür machen. Ja. Gelootet sind auf jeden Fall. Zum Airdrop werden jetzt sicher einige hin. Wer hat ein starkes Visier? Ich hab nicht. Guck mal hinter uns bei 105. Also da, wo die gelbe Markierung ist. Steht da einer am Stein? Ich sehe das leider nicht. Oder ist das ein Busch? 105. Das ist ein Stein, Busch meine ich. Okay, ich sehe das leider von hier nicht. Ich sehe da niemanden. Achso, nee, das ist ein Stein. Jetzt würde er laufen. Ja. Da steht ein Buggy beim Haus. Nee, das ist keiner. Oh, ja. Schüssel bei den Häusern. Ja, das ist hinter den Häusern irgendwo. Ah, ich hätte den verdammten Vierfachsucher eben noch mitnehmen sollen. Ja, dann hätte ich jetzt einen. Ja, würde auch mehr bringen noch. Gut, bei der ersten Häuserreihe wird keiner mehr. Ja, aber wo wollen die alle hin, ey? Das ist ja alles Küste hier. Alter, noch 29 Leute. Wir sollten uns jetzt langsam hinter die Steine begeben. Mhm. Wie, hinter die Steine? Ja, hinter, also an die Küstensteine quasi. Ein bisschen vorsichtig beim Springen und so weiter, aber... Wollt ihr jetzt hinter den Stein laufen, oder was? Quasi da, wo du jetzt bist. Ne? So meinst du. Genau. Du das war aber auch aufpassen, nicht. Dass keiner unten ja, steht. Ne? An manchen Stellen geht das aber nicht. Ja, ist klar, aber hier. So gut wie möglich. Da vorne steht ein Dacia. Jo. Oho. Da, oh, da drüben ist einer. Im Stein. Wo? Ah, auf 300. Auf 300, genau nach der Schlucht, wo es runtergeht, dahinter den Stein. Oh ja, da kann ich nicht ganz hin. Da, wo es dampft? Ja, da, wo es dampft. Ja, schießt doch auf mich, glaube ich. Oh, hab ich nach dem Helm geschossen. Oh, ich geb Deckung. Mal kurz was rein. Down. Ja, einer nur. Einer, da ist noch ein zweiter, Bernie. Da ist noch ein zweiter. Fucking lag, Alter. Fucking lag. Alter! Da ist noch irgendwo jemand. Ausgenockt? Ich bin tot. Da ist jemand mit einer. Der hat mich von der anderen Seite abgehört. Na, scheiße. Der ist hinter dem brennenden Auto, Jungs. Alles klar. Der heilt sich gerade, heilt sich gerade. Pusht drauf zu. Ja, jetzt ist er wieder auf. Er ist immer noch hinter dem Auto, schießt jetzt auf. Ja. Euch beide, glaube ich, ja. Er hat eine Granate von euch. Ja, so. Oh, Mann! Oh, ist so alt. Ja, ist so umlaufen. Es hat euch umlaufen. Ja, jetzt noch eine Grenade. Ja, oh. Sicher, sicher. Oh. Ach, scheiße, schade. Zehnter, okay. Mehr als erwartet. Na gut. Waren aber schöne Runden, fand ich heute. Ja, war ganz, war nicht immer schlecht.